2, 1. Herzlich willkommen zu Part 3 unseres Themas Prävention für das Immunsystem. Jetzt geht es um die Ernährung. Was ist bei der Ernährung wichtig? Die Ernährung ist wohl mit einer der wichtigsten Säulen in dem Bereich Prävention vom Immunsystem. Unser Körper braucht Energie, das Immunsystem braucht Energie und von dem ist es wichtig, was führen wir unserem Körper überhaupt zu und was ist sinnvoll davon. Jetzt hört man schon in den letzten Jahren immer wieder von sogenanntem Powerfood und. Die Frage ist davon, was stimmt wirklich? Was hat einen Nährwert für uns? Was macht uns gesund? Dass die unterschiedlichen Lebensmittel unterschiedliche Einflüsse haben, ist sicherlich richtig. Die Frage ist davon, was ist ein sinnvoller Nutzen? Was ist so überhaupt eine wissenschaftliche Aussage? Gibt es einen signifikanten Wert? Dann wird die Menge an Stoffen schon deutlich weniger. Wenn man über alles drüber geht, habe ich hauptsächlich drei Bestandteile gefunden, wo ich sagen würde, die haben eine direkte Wirkung auf unser Immunsystem. Unter anderem wäre das einmal die sogenannten Aminosäuren, also obwohl das auch ein sehr großer Bereich ist. Dann hätten wir einmal die sogenannten Vitamine und Makronährstoffe und wir hätten noch einmal den Bereich von den Fettsäuren. Vorab, ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Dosierung in dem Sinne. Von dem her, was ist wichtig für ein gutes Immunsystem? Einmal die Reduktion von toxischen Mitteln, wie beim Schlaf schon mal angesprochen, Alkohol oder Nikotin, andere Drogen, Medikamentenformen. Und das andere ist eine ausgewogene Ernährung von unterschiedlichen Lebensmitteln. Kommen wir als erstes zu dem Part der Aminosäuren. Warum sind die wichtig? Bei den Aminosäuren ist es so, dass wir sie einmal für die Aktivierung der T-Lymphozyten, der B-Lymphozyten und dessen Regulierung brauchen. Wir brauchen sie einmal als beeinflussenden Faktor für die Lymphozytenvermehrung und als letztes brauchen wir sie im Bereich der Herstellung von Antikörpern und Zytokinen. Dafür sind unterschiedliche Aminosäuren wichtig. Wahrscheinlich mit zwei der Hauptkomponenten ist einmal das Glutamin und das Arginin in dem Bereich. Das sind mit zwei sehr wichtige Komponenten. Sämtliche anderen Aminosäurenketten, die es also gibt, sind in irgendeinem Bereich mit in diesem ganzen System des Immunsystems verantwortlich. Beim zweiten Punkt, bei den Fettsäuren. Auch hier gehen wir einmal kurz ein, wir unterscheiden eigentlich in kurz-, mittel- und langkettige Fettsäuren. Aber was das genau ist, und die wird viel zu sehr ins Detail gehen, was ist also bei den Fettsäuren wichtig? Es gibt eine essentielle Fettsäure, die wir benötigen. Und essentiell bedeutet, der Körper kann sie nicht eigenständig herstellen. Wir müssen sie über Ernährung aufnehmen. Das sind die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Wir finden diese in zum Beispiel Fischöl, Rapsöl oder Leinöl. Und wofür brauchen wir diese Omega-3-Fettsäuren? Wir brauchen sie hauptsächlich für die sogenannten freien Radikalen. Also sie sind in dem komplexen Abbau von Entzündungsprozessen notwendig. Und wie schon gesagt, wir können sie nicht körpereigen herstellen, wenn sie dadurch die Nahrung mit aufnehmen. Und beim letzten Punkt, auf den wir kommen, ist das sogenannte Vitamin C und die Spurenelemente, also sprich, grob gesehen, Vitamine und Spurenelemente erstmal. Und eines der wichtigsten Vitamine, die wir zunehmen können, ist das Vitamin C. Vitamin C, bekannt in sämtlichen Zitrusfrüchten vorhanden, egal welche Form das jetzt ist. Und man müsste dazu eins wissen, und das ist vielleicht weniger bekannt, dass Vitamin C am effektivsten mit der Verbindung von Zink wirkt. Und zwar als Immunantwort auf sämtliche Erkältungsprozesse, die der Körper, den Körper befassen oder den Körper beeinflussen können. Und da ist auch wieder eine richtige Menge ein wichtiger Punkt, die Menge der Dosierung, und obwohl hier sich die Literatur nicht einig. Von dem her im ehesten Bereich, was die ganze Supplementierung und die ganzen Bereiche von Vitaminaufnahmen, ist es sicherlich sinnvoll, auch da einmal Rücksprache mit dem Arzt zu halten, schon allein wegen Unverträglichkeiten. Den letzten Punkt, auf den wir noch mit einkommen, und das ist ein Punkt, der schwierig ist, weil wir können ihn eigentlich nicht aufnehmen, nicht direkt, ist das Vitamin D, das in den letzten wissenschaftlichen Studien immer einen höheren Stellenwert empfunden hat bei unserem Immunsystem. Und hier ist es so, wir können Vitamin D eigenständig herstellen im Körper, allerdings nur unter der
Voraussetzung durch Sonnenlicht verarbeiten. Da haben wir einen unglaublich hohen Mangel in diesem Bereich. Und da spiele ich den Ball mal gern noch ab und möchte Christoph gerne mal fragen, was er am ehesten empfehlen würde zur Aufnahme von diesen ganzen Vitaminspurenelementen, Aminosäuren und Fetten. Ja, das ist in der Tat richtig, Stoffwechselprozesse und das ist nichts anderes wie Ernährung, sind äußerst komplex. Da spielen ganz viele Aspekte, die ineinander greifen, eine ganz große Rolle. Insofern wäre ich schon mal skeptisch, wenn man mir eine Tablette verkaufen will, die dann wundersam meine Gesundheit und mein Immunsystem stärken will. Geht es nicht nur um die Menge, sondern auch um die Qualität. Ich möchte es vielleicht am Beispiel auch von Vitamin C deutlich machen. Vitamin C ist nicht speicherbar. Das heißt, es ist gut, wenn diese Standardmenge Vitamin C eingenommen wird und täglich. Aber wenn ich doppelte Menge nehme, kann es nicht im Körper gelagert werden, sondern wird einfach ausgeschieden. Das Zweite ist, wenn man solche Zusammenhänge sieht, was die Verbindung mit anderen Spurenelementen, zum Beispiel Zink, dargestellt ist, sehr gern wird häufig empfohlen, so Vitamin C auch zu trinken. Jetzt ist Vitamin C, wenn man Zitrone nimmt, sehr stark empfindlich. Also wenn ich jetzt ein sehr heißes Getränk nehme und das ist so ein Hausmittelchen und dann die heiße Zitrone reinmache, dann zerstöre ich eigentlich damit schon wiederum die Wirkung von Vitamin C. Viel besser wäre eigentlich so ein ganz normales Wasserglas. Hier die Zitrone frisch reinträufeln und dann zu trinken, das wäre also sehr viel gesünder, als wenn wir dann das sehr heiß einnehmen. Letztendlich können wir gerade in solchen Zeiten, wo jetzt, sag mal, viele Geschäfte leiden, darauf hinweisen, dass genau der besondere Einzelhandel, die vielen Bioläden, die Läden vor Ort, eine ganz große Bedeutung haben. Je länger, sag mal, Lebensmittel unterwegs sind, desto schlechter ist die Qualität. Je mehr sie in Masse produziert werden, desto weniger Inhaltsstoffe sind häufig drin. Wenn wir, und das können wir wissenschaftlich und von der Ernährungsstudien her schon sehr deutlich sagen, wenn wir uns biologisch ernähren, wenn wir die Produkte, Gemüse, Obst vor Ort umfangreich und in der Palette, wie sie auch angeboten wird, auch nutzen, sind wir schon sehr gut versorgt. Also hier ist die Einseitigkeit vermeiden, möglichst verschiedene Gemüse und Obstsorten kombinieren, und zwar die gerade auf dem Markt sind, dann haben wir schon viel erreicht. Und Vorsicht vor isolierten Nahrungszugaben, nicht, dass sie prinzipiell abzulehnen sind, aber Stoffwechselprozesse sind immer mit vielen Faktoren verbunden, und ich glaube dem einfach nicht, dass man mit einem Pillchen, mit einem Ergänzungsmittel die Probleme lösen kann, ganz abgesehen davon, dass künstliche Stoffe, was die Bioverfügbarkeit angeht, also wie sie aufgenommen werden könnten, immer im Verhältnis zu diesen natürlichen Lebensmitteln im Nachteil sind. Definitiv. Wäre das so eine Antwort, die weiterhilft? An diesem Punkt völlig richtig, und du hast ein schönes Wort gesagt bei diesen Supplementierungs- und Ernährungsergänzungsmitteln. In erster Linie stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben die Möglichkeit, sämtliche Stoffe, die wir brauchen für ein gutes Immunsystem, durch die ganz normale Ernährung zu uns zu nehmen. Sollte dann Mangelerscheinungen auftreten, auf was für Grundlagen immer, finde ich, ist es eine gute Möglichkeit, auf diese Ernährungsergänzungsmittel zuzugreifen. Aber auch da ist es für mich immer wieder fragwürdig, weil natürlich ich auch bei einem zu viel, so ist es, meinen Körper schädigen kann. Von dem her, auch da ist sicherlich eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder Apotheker wichtig in diesem Bereich. Und in diesem Sinne, was diese Thematik angeht, bleibt mir nur zu sagen noch, essen Sie gesund. Schlafen Sie gut, treiben Sie Sport und bleiben Sie gesund. Ja, in dem Sinn will ich auch nichts ergänzen, weil man könnte jetzt so unendlich sagen, wie ist es Person, die jetzt schon
ein geschwächtes Immunsystem haben, die mit Diabetesproblemen haben. Das sind dann nochmal Sonderthemen, die wir gerne nochmal aufgreifen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich Diabetiker bin? Das sind ja doch sehr viele. Welche Bedeutung hat das auch für kognitive Prozesse, so bestimmte Lernprozesse, die richtige Ernährung? Wie steht das Verhältnis Stress mit Ernährung im Zusammenhang? Das sind alles noch sehr wichtige Themen, aber für heute würde ich sagen, haben wir sehr viele schon mal nützliche Tipps gegeben. Vielen Dank, Ben, war sehr spannend. Ja. Danke.